Christiane Wesselhöft, eine der Netzwerkkoordinatoren von der LVR-Klinik in Langenfeld. Laut Expertin sind ungefähr 5% aller Arbeitnehmerinnen in Deutschland alkoholkrank. Arbeitgeber müssen helfen. Viele Kollegen und Kolleginnen wollen gerne helfen. Die Frage ist aber, wie? Man sagt, Suchtkranke seien immer besser damit beraten, mit ihrer Erkrankung offen umzugehen, aber die Scham ist ja so groß. Und niemand möchte darüber sprechen, aber wir sprechen heute darüber. So ist das. Alkohol am Arbeitsplatz ist also unser Thema. Mein Interviewpartner ist der Thorsten Grigoleit. Wir arbeiten schon seit vielen Jahren hier zusammen in der LVR-Klinik und deshalb duzen wir uns auch. Genau. Herzlich willkommen. Danke. Thorsten. Wir befinden uns hier übrigens in den klinikeigenen Räumen der Pflegeschule. Genau. Arbeiten bedeutet Leistung. Mhm. Alkohol bedeutet aber eigentlich Leistungseinbußen. Und wie passt das denn zusammen? Da hole ich mal so ein bisschen aus. Erzähl mal zwei Geschichten aus der weiteren Vergangenheit. Ich musste 1980 zwischen Duisburg und Xanten regelmäßig abends mit dem Zug fahren. Und ich bin immer so circa 8:30 bei einem Industrieunternehmen vorbeigekommen. Es kam die Spätschicht. Und die kamen direkt von der Schicht und waren zum Teil sternhagelvoll, direkt nach der Schicht. 10 Jahre später habe ich ein betriebsmedizinisches Praktikum bei einem anderen Stahlbauunternehmen gemacht. Da habe ich Programme kennengelernt, die mit den vielen Mitarbeitern gemacht werden konnten, die dazu geführt haben, dass sehr viele Arbeitsunfälle, die alkoholbedingt waren, schon vermieden werden konnten. Das waren Informationsveranstaltungen, betriebsärztliche Untersuchungen. Und dadurch ist es schon gelungen, das deutlich zu reduzieren. Sicherlich waren auch gesellschaftliche Veränderungen mit am Zuge, aber es hat sich was getan. Aber auf deine Frage zurückzukommen, Leistungseinbußen. Grundsätzlich ja, vielleicht mal so als Beispiel, der nicht regelmäßige Konsument, Alkoholkonsument, der abends in der Kneipe was getrunken hat und dann den Autoschlüssel in die Hand nimmt, wenn er zumindest noch ein Mann ist, fühlt sich meistens noch ziemlich gut in der Lage, sogar noch besser in der Lage, Auto zu fahren. Da gibt es genügend Untersuchungen, dass das nicht der Fall ist. Wenn wir aber von Menschen sprechen, die chronisch Alkohol trinken, jeden Tag Alkohol trinken, letztendlich vielleicht auch über den Tag verteilt Alkohol trinken, wenn die weniger trinken, also so etwas wie einen Entzug entwickeln, dann sinkt die Leistungsfähigkeit und die Anpassungsleistung an den hohen Alkoholgehalt im Körper schwindet dann. Das heißt, unter Alkohol sieht es so aus, als wenn der Mitarbeiter ein einigermaßen normales Arbeitspensum ableisten kann. Es fällt eigentlich gar nicht groß auf. Der Körper kann sich schon ganz schön anpassen an solche Sachen. Fallen Betroffene denn nicht auf? Oder wird das Trinken vielleicht sogar stillschweigend geduldet? Also das Zweite, glaube ich, ist der Hauptpunkt, dass es stillschweigend geduldet wird, und zwar unter der Maßgabe, wie du eben schon sagtest. Es hat viel mit Scham zu tun. Dass Betroffene alkoholisiert auf der Arbeit sind oder man die Vermutung hat, dass jemand was getrunken hat, ist für Mitarbeiter nicht ganz einfach anzusprechen. Wie spreche ich es an? Wie ist mein Verhältnis zu diesem Mitarbeiter, zu dem Kollegen? Und es ist ja ein sehr privates Thema. Wenn nicht gerade großartige Fehler auffallen im Arbeitsablauf, tut man sich schon sehr schwer. Also das wird häufig einfach nicht angesprochen. Auffallen müssen Betroffene ja auch nicht unbedingt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendeinen Alkohol trinke, und also sagen wir mal so ein Glas Schnaps, Kräuterlikör, dann riecht man das ja ordentlich. Aber es gibt auch Alkoholiker, die nicht besonders riechen. Das heißt, man würde noch nicht mal die sogenannte Fahne riechen. Das fällt gar nicht großartig auf. Und wenn ich jetzt an Alkohol gewöhnt bin und muss diesen berühmten Test machen, den die Polizei manchmal von einem fordert, dass man so einen geraden Strich entlanglaufen kann, das kann man als Alkoholtrainierter ohne Probleme hinbekommen. Und da kann ich vielleicht auch noch ein Beispiel zu nennen. Vor einigen Jahren eine Aufnahme einer Patientin, die ich eigentlich schon länger kannte, zu einer Entzugsbehandlung, mit der ich ein
ich relativ normales Gespräch führen konnte über die Bedingungen, die dazu geführt haben, dass sie rückfällig war. Nach diesem Gespräch haben wir einen Alkoholtest gemacht. Sie lag bei 5 Promille. Das würde ich niemals erreichen. Ich bin das nicht gewohnt, so viel zu trinken. Da wäre ich tot. Ja. Aber wenn man dran gewöhnt ist, kann man mit hohen Alkoholmengen und hoher Intoxikation durchaus noch wirken, als wenn man nicht alkoholisiert wäre. Also gibt es außer der Alkoholfahne noch andere typische Alarmsignale? Ja, es gibt schon so unspezifische Alarmsignale. Es ist jetzt nicht so, dass es Verhaltensweisen gibt, wo man sagt, ach, Alkohol, ganz klar. Nein, so ist es nicht. Aber es gibt ein verändertes Arbeitsverhalten vielleicht. Also es kann zum Beispiel sein, dass es kürzere, immer mal wieder auftretende Arbeitsplatzfehlzeiten gibt. Keine 14-tägige AU, sondern dann mal der Montag oder auch ein Tag in der Woche vielleicht, aber dann vielleicht ein oder vielleicht 2 Tage, aber nicht länger. Oder es gibt dann jemand, der vielleicht so ganz kurzfristig mal schnell Urlaub unbedingt haben muss für 2, 3, 4, 5 Tage. Wenn sich das häuft, könnte man sagen, woran liegt das denn? Es muss nicht an Alkohol liegen. Ja? Also es sind alles unspezifische Sachen, aber es kann an Alkohol liegen. Da muss man immer dran denken. Wenn Arbeitsaufträge nicht mehr ganz so zuverlässig erledigt werden, auch da bitte ganz vorsichtig sein, das muss nicht mit Alkohol zu tun haben. Viele andere psychiatrische Erkrankungen können das bewirken. Private, persönliche Belastungen können das bewirken. Das ist alles, wie gesagt, unspezifisch. Aber auch solche Sachen wie Konzentrationsstörungen oder auch die Vermeidung der Kontakte zum Vorgesetzten, dass man dem aus dem Weg gehen will. Es kann natürlich auch zu tiefer greifenden Veränderungen ich will nicht sagen Charakter, aber so der Angewohnheiten kommen, dass mehr Stimmungsschwankungen zum Beispiel auftreten. Dass das früher ein stabiler Mensch gewesen ist, der eigentlich nie aufgefallen ist und jetzt schon mal schneller unleidlich ist oder vielleicht sogar überdreht ist. Der Kontakt mit den Kollegen jetzt vielleicht schlechter geworden ist, man dem aus dem Weg geht. Oder auch, dass man überreagiert auf Kritik oder auf Ansprache, weil man halt einfach nicht mehr so stabil ist. Ja, solche Sachen sind so eher unspezifisch. Ich blätter mal um, weil ich lese das lieber ab, bevor ich was vergesse. Ne? Es gibt körperliche Veränderungen. Das ist zum Beispiel durch den Alkohol kann es zum Beispiel zu einer Veränderung des Gesichts kommen, dass sozusagen aufgedunsener wird. Die Augen können so ein bisschen glasiger wirken. Es im schlimmsten Fall, wenn man Alkoholentzug, das bekannteste Symptom im Alkoholentzug ist das Zittern der Hände. Also wenn man einen Kaffee trinkt, dann besser nur halb voll gießen, damit nicht die Hälfte daneben geht. Das ist allerdings schon wirklich sehr selten. Und auch die ganzen anderen sonstigen körperlichen Symptome, die beschrieben werden, gehen eher auf Menschen oder treffen eher auf Menschen zu, die so deutliche Alkoholproblematik haben, dass sie eine Abhängigkeit entwickelt haben und dann vielleicht einfach zu wenig an dem Tag getrunken haben. Kleinere Sachen können noch auftreten im Zusammenhang mit Alkohol. Also wenn zum Beispiel bemerkt wird, dass Menschen zunehmend mehr trinken. Es gibt ja so etwas wie eine Alkoholtoleranz bei Menschen, die später eine alkoholbezogene Störung entwickelt haben, sodass sie immer mehr brauchen, um den gleichen Effekt zu erzielen. Das ist halt nicht bei jedem Menschen so. Und wenn man dann umsteigt von zum Beispiel Bier auf Wein oder auf Schnaps, das könnte ein Hinweis sein. Wenn Feierlichkeiten häufiger werden, wenn man Anlässe vermehrt nutzt, um Alkohol zu trinken. Auch da muss man vorsichtig sein, weil das ist zumindest über viele Jahre ja Tradition gewesen. Deine Firma ist jetzt 5 Jahre alt, blendende Umsätze, kommt der Chef mit einem Tablett mit Sekt. Ja, früher war es ganz normal, heutzutage ist, glaube ich, auch häufiger O-Saft dabei. Aber wenn du Geschäfte machst mit, zumindest früher mit italienischen Firmen, da gehörte der Wein dabei zum Mittagessen. Oder wenn du Bayer wärst, würdest du mittags erstmal ein Maß trinken und würdest dir gar nicht dabei denken. Ist ja normal. Gehört zum Grundnahrungsmittel in Bayern. Ja, das sind so unspezifische Sachen. Die sind halt nicht sehr spezifisch, deshalb unspezifisch. Aber da kann man drauf achten, ob man sowas sieht. Gibt es unterschiedliche Trinkertypen?
Theoretisch ja, aber ich glaube, dass diese Sohnenreihentypen, die da mal beschrieben worden sind, eher die Ausnahme sind. Meistens sind es eher so Mischtypen. Also gar nicht so selten konsumieren. Also wenn Menschen eine Substanz konsumieren, dann tun sie das, weil sie damit irgendeinen Effekt erreichen wollen. Und Alkohol ist halt relativ gut, um Hemmungen zu lindern, um in Kontakt zu treten. Und wenn Sorgen da sind, das wissen wir alle, wer Sorgen hat, hat auch Likör. Diesen alten Spruch kennen zumindest die Älteren wahrscheinlich noch. Das ist ganz klar, wenn man eine schlechte Stimmung hat, Alkohol ist gut in der Lage, diese schlechte Stimmung abzumildern. Das heißt, es gibt immer spezifische Gründe, warum man Alkohol trinkt. Es muss aber hilfreich sein. Also wenn ich jetzt Alkohol trinke, danach geht es mir ganz schlecht, dann wäre ich ein ganz schlechter Alkoholtrinker. Dann würde ich das eigentlich nicht öfter machen wollen. So, jetzt bin ich eine Kollegin, ja, die so den Verdacht hat, ne, dass jemand aus meinem Team da vielleicht eben ne, wirklich eine Problematik hat. Ja. Und weil ich dem gerne helfen möchte, würde ich den jetzt gerne damit konfrontieren. Mhm. Wie mache ich das denn? Wie gehe ich denn da vor? Ja, das ist nicht so einfach, weil du hast eben schon gesagt, das ist alles sehr schambesetzt, tabuisiert. Und das Beste, was man ja in einer Beziehung machen kann, ist, wenn ich dir als meine Frau sage, immer machst du das und das und am besten noch den Deckel drauf, du bist wie deine Mutter. Also besser kann man es ja nicht machen. Wenn man mit so einer Art rangeht, das ist eher ungünstig. Das heißt, ich würde grundsätzlich erstmal dafür sorgen, wenn du mit deiner Kollegin darüber sprichst, sorge bitte dafür, dass ihr nicht gestört seid. Dass ihr eine ruhige Ecke habt, wo niemand dazwischen funken kann. Dass das eine Situation ist, wo keiner von euch beiden irgendwie zwischendurch weg muss und plötzlich angerufen wird oder so, ich habe noch was vergessen, ganz schlecht. Es macht auch keinen Sinn, mit Vorwürfen zu reagieren. Es macht eher Sinn, ganz vorsichtig mitfühlen, tatsächlich zu sagen, ich würde gerne mit dir was reden. Es ist mir selber peinlich, dann nimmst du so ein bisschen schon weg, aber mir ist da was aufgefallen, vielleicht liege ich ganz falsch und so weiter und so fort, wie man das auch immer macht. Das wäre sicherlich ein guter Beginn. Wenn du Vorgesetzter bist, würdest du sicherlich anders vorgehen können. Oder wenn das dein Chef oder die Chefin wäre, noch schwieriger. Ja. Für Chefs gibt es Programme. Es gibt für Menschen, die Unternehmen leiten, eine Handlungsanweisung, die ist im Internet auch abrufbar, die muss ich jetzt nicht hier aufzählen, aber da gibt es ganz bestimmte Kriterien, die erfüllt werden sollten, wie dieses Gespräch geführt wird, um nicht Gegenwehr zu erzeugen, und die wird sonst kommen. Und ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, dabei, dass man, wenn man es irgendwie weiß, guckt, wo steht dieser Mensch überhaupt. Also wenn du jetzt, dir ist ja aufgefallen, dass ich immer grüne Spaghetti esse, und das finde ich super, ja? Und wenn du jetzt auf die Idee kommst, mir zu sagen, immer grüne Spaghetti, dann lass mal sein, das ist nicht gut. Da würde ich erstmal sagen, nö, da ist bei mir kein Veränderungswunsch. Wenn du aber jetzt sagst, das ist dir wirklich wichtig, dass ich keine grünen Spaghetti mehr esse, dann würdest du vielleicht hingehen und sagen, ich sehe schon, grüne Spaghetti, die magst du ja wirklich. Ja, da ist natürlich dieser Farbstoff drin, der ist nicht ganz so gesund. Aber ich weiß, ne, danach, nach so einem grünen Spaghetti-Essen, bist du mal guter Dinge. Gut, da sind natürlich auch noch andere Substanzen drin und da ist ja schon mal berichtet worden und so weiter. Ja. Pro, Contra. Also du solltest auf der Seite des Gegenüber sein, du solltest auf der Seite des Menschen sein, den du ansprichst, also deine Kollegin, die das Alkoholproblem hat, und ihr vielleicht im Beginn zeigen, wo sind die Nachteile, die du siehst, aber sie nur anbieten. Ja. Wir sprechen, oder wir haben früher ganz häufig von Patienten gesprochen, die sind motiviert, was zu ändern, oder die sind nicht motiviert. Das geht zu kurz. Da gibt es eigentlich sehr schöne neuere Modelle, in welchem Motivationsstadium man sich befindet. Auch das kann man gut im Internet nachlesen. Und wenn man im Stadium der Veränderungs, ich weiß nicht, wie es heißt, aber wenn man keinen Veränderungswunsch hat, dann brauchst du nicht kommen. Hör mal, ich habe da schon mal eine Selbsthilfegruppe für dich ausgesucht. Ne? Eine tolle Idee, ne? Geh nicht weg damit. Da kriegst du keinen hin. Ne? Du kriegst vielleicht damit den Fuß in die Tür. Und dann kannst du den nächsten Schritt gehen, aber vorher macht das keinen Sinn. Jetzt wechseln wir mal kurz irgendwie die Position. Ja.
Jetzt war ja die Fragen bisher, haben sich darauf geäußert, ne, wenn ich jetzt Arbeitskollegin von jemandem bin, der betroffen ist. Aber wie sieht es denn ja mit mir als Betroffener dann selber aus? Ne? Also vielleicht habe ich ja schon ein Störempfinden. So, warum kann ich nicht aufhören zu trinken, obwohl ich weiß, dass es mir schadet? Das sind natürlich mehrere Faktoren, die da zusammenkommen. Einmal, wir haben das, eines der wichtigsten Sachen haben wir schon angesprochen, das ist die Scham. Ja? Die Scham, das zu öffnen, sich dem offen selber gegenüberzustellen und zu erkennen, ich habe damit etwas ein Problem. Das ist ja in Deutschland eine Normalität, dass wir Alkohol konsumieren. Weil das wird von uns erwartet, im Jugendalter, dass wir gucken, ne, wie viel vertragen wir und dass wir uns da ungefähr dran halten. Wir Männer ein bisschen mehr, ne, wir müssen ja mehr vertragen als ihr Frauen und müssen das auch in der Jugend zeigen. Ne, dann dürfen wir mal ein paar Mal betrunken sein, aber hinterher müssen wir das im Griff haben. Wenn wir etwas nicht im Griff haben, das nagt ja am Ego. Ne, das, ist ja nicht, das wollen wir nicht. Ja. Gibt es eine schöne Geschichte, gibt einen tollen Film. Ich glaube, der heißt You Kill Me. Begnadeter Schauspieler Sir Ben Kingsley spielt, wenn ich das richtig im Kopf habe, einen alkoholkranken Killer. Und er wird von seiner Organisation zur Selbsthilfegruppe geschickt. Und du kannst dir vorstellen, Sir Ben Kingsley als cooler Killer sitzt in der Selbsthilfegruppe so ungefähr so. Und dann kommt dieses ganze Gespräch, worauf ich hinaus will. Er ist unglaublich gut in der Lage, mit seiner Mimik zu zeigen, was geht in dem vor. Ja, und das sehen wir bei vielen Patienten, die wir zum ersten Mal in die Selbsthilfegruppe schicken, was ist bei uns obligatorisch während der Entzugsbehandlung, dass die da sitzen und ganz verschämt, verschüchtert und eigentlich nicht dahin wollen. Und lieber in die letzte Ecke gehen wollen, um das zu vermeiden. Jetzt ist es ja auch so, dass wir, um vielleicht einen anderen Punkt noch anzusprechen, ist es, wir Menschen wollen uns ja total gerne verändern. Wir wollen ja was Neues machen und mal alles mal ausprobieren. Nein, das ist leider das Gegenteil. Also wir wollen eigentlich, dass alles so bleibt, wie es ist. Ja? Das heißt, wenn wir etwas ändern wollen, kostet das mehr Energie, ja? Und das wollen wir vermeiden. Ja? Und letztendlich, wie ich eben schon sagte, wenn der Alkohol einen positiven Effekt hat, warum soll ich darauf verzichten? Es ist vielleicht zu viel, okay, dann nehme ich einmal in Kauf mit Nachteilen. Aber es hat ja einen positiven Effekt. Und wo soll ich den sonst herkriegen, wenn ich doch keine Alternative habe? Gummibärchen sind keine Alternative. Ich habe es versucht. Funktioniert nicht. Letztendlich geht es vielleicht auch noch einen Schritt weiter. Ab einem gewissen Zeitpunkt kannst du auch nicht mehr aufhören, weil eine Alkoholerkrankung bedeutet auch schon so ein bisschen Kontrollverlust. Das heißt, die Entscheidung, die rationale Entscheidung, also ich esse ab jetzt nur noch Salat, ist ja viel gesünder und Gemüse, ja, kann ich machen, aber du kannst dir vorstellen, wie ich die umsetze. Ja? Und wenn da so ja, Fleisch esse, wenn da plötzlich so ein T-Bone Steak liegt, ganz frisch gemacht mit leckeren Kräutern und was glaubst du, was mit meiner Entscheidung dann passiert? Ich esse nur einen Salat. Ne? Nee, also das kann ich nicht aufrechterhalten. Da bin ich tatsächlich zu schwach, muss ich sagen. Das ist einfach zu lecker. Und wenn du Alkohol brauchst, weil du inzwischen körperlich abhängig bist, dann geht es erst recht nicht. Das ist also nicht möglich. Dann sollte man das auch nicht unbegleitet machen. Das ist zu riskant. Das würde ich dann in die Begleitung von ärztlichen Kollegen geben. Und dann geht das auch gut. Das kriegt man gut hin. Aber das dann nicht mehr ohne professionelle Begleitung. Kann man auch mit der Suchtberatung erstmal besprechen, aber die werden in sonstigen Situationen wahrscheinlich auch eher für ärztliche Hilfe plädieren. Wir merken also, es gibt gar keine einfachen Antworten darauf, ja, weil es einfach eine so breit gefächerte Erkrankung ist. Ja, an welcher Stelle, ne, stehe ich gerade, sowohl als Betroffener als auch als Angehöriger, Kollege, Kollegin oder eben Arbeitgeber? Welche Hilfsangebote gibt es denn? Also es gibt ja dann auch unterschiedliche Hilfsangebote, die in dem einen Moment besser packen können oder ne, die dann eben erst später zum Tragen kommen würden. Was gibt es da so? Also wir haben in Deutschland, glaube ich, ein relativ gutes Suchthilfesystem. Und wenn alles gut läuft, sind die einzelnen Partner gut vernetzt. Ich persönlich, das ist aber nur meine persönliche Meinung, sehe die Suchtberatung immer im Zentrum. Also es gibt in jeder Ecke Deutschlands eine kommunale Suchtberatung
Die ist manchmal kirchlich getragen, manchmal von der Stadt, wie dem auch sei. Es gibt immer irgendwo eine Suchtberatung und die kennt sich im Suchthilfesystem am besten aus. Das heißt, da ist man gut für den ersten Kontakt. Und es gibt auch gar nicht so wenige gute Hausärzte, die mit Patienten, die beginnen mit der alkoholbezogenen Problematik, dass die dort gut aufgehoben sind. Es gibt Programme für niedergelassene Ärzte, die mit 5 Minuten Interventionen, also ganz kurz, eine Veränderung erwirken können. Also das ist schon eher für Menschen, die vielleicht eher so eine psychische alkoholbezogene Störung haben, noch nicht körperlich ausgeprägt, aber das ist wirksam. Wenn das nicht ausreicht, gibt es fast überall erreichbar Kliniken, wie zum Beispiel unsere, aber es gibt auch natürlich andere Kliniken, wo eine sogenannte qualifizierte Entzugsbehandlung durchgeführt wird. Das heißt, wir gucken, dass wir Patienten zunächst mit, wenn es notwendig ist, mit Medikation behandeln, damit der Alkoholentzug nicht so dramatisch ist und körperlich keine Schäden hervorruft. Und im zweiten Schritt wird Ziel sein, mit diesen Menschen ein Konzept zu entwickeln, wie die beste Integration in das ambulante Suchthilfesystem zu erreichen ist. Das ist unterschiedlich. Ja, das ist für jeden Menschen, ja, muss das auch persönlich erstellt werden. Das kann sein, dass wir Menschen raten, wie wäre es, wenn du eine sogenannte Langzeittherapie machst. Offiziell heißt das medizinische Rehabilitation Sucht. Geht bei alkoholbezogenen Störungen so um die 16 Wochen. Kann man aber auch ambulant machen, bei den Suchtberatungsstellen. Geht dann meist so ein Jahr, ein-, zweimal die Woche sind da Termine. Kann man auch tagesklinisch machen, also morgens hin, abends nach Hause, wie so eine Art Job. Ist nicht so häufig zu kriegen und muss natürlich in der Nähe sein. Man kann nicht von hier aus in Langenfeld den Tagesklinik nach München fahren. Das ist ein bisschen übertrieben. Ja. Das sind Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen. Wir raten allen Menschen zum Besuch einer Selbsthilfegruppe. Und dabei ist egal, welche Selbsthilfegruppe. Es können die bekanntesten sind sicherlich die anonymen Alkoholiker oder bei drogenabhängigen Narkotikos Anonymous. Aber es gibt auch andere Gruppen und es gibt keine Studie, die mir bekannt ist, die zeigt, dass eine Gruppe besser als die andere ist. Man muss die Gruppe finden, wo man hinpasst, wo man sich aufgehoben fühlt. Und dann kann man da hingehen. Und das ist in der Regel ja einmal die Woche, jetzt außerhalb der Pandemiezeiten zumindest, ist das Treffen sich einmal in der Woche. Und es hat einen deutlichen Abstinenzzuwachs. Also man ist mit höherer Wahrscheinlichkeit abstinent, wenn man eine Selbsthilfegruppe besucht. Es gibt medikamentöse Verfahren auch. Wir haben tatsächlich nicht viele, aber einige Medikamente, die in der Lage sind, Alkoholsuchtdruck zu reduzieren. Suchtdruck ist was ziemlich Heftiges, wenn ich, ich denke nicht nur an Alkohol, sondern es kribbelt unter den Fingern, ich werde ganz kribbelig, ich kriege gar keinen anderen Gedanken mehr im Kopf. Das ist schon ziemlich quälend. Da haben wir Medikamente. Und wir haben immer noch ein Medikament zur Verfügung, wo ich Patienten sagen kann, wenn du dieses Medikament nimmst, kannst du nicht mehr trinken. Du kannst schon, aber nur 15 Minuten. Bei 15 Minuten, nachdem du angefangen hast zu trinken, und das muss ich jetzt so sagen, dann musst du kotzen wie ein Weltmeister. Es würde nicht stimmen, wenn ich sage, du musst erbrechen. Nein, du kotzt wie ein Weltmeister. Man hat eine Alkoholunverträglichkeit. Es gibt Studien aus den 90er Jahren, dass das die weltweit effektivste Therapie war. Dieses Medikament gibt es nicht mehr in Deutschland, wir müssen es einführen. Patienten müssen es daher auch selber bezahlen. Ist nicht teuer, ne? Kostet wirklich deutlich weniger als trinken, aber man muss es einführen. Ne? Das ist leider nicht mehr hier erhältlich. Und das sind so die groben Sachen, die man so machen kann. Also das ist schon nicht wenig. Betriebliche suchtmedizinische Unterstützung, klar, die gibt es natürlich auch. Große Einrichtungen haben das. Ne? Da, wo ich das betriebsmedizinische Praktikum gemacht habe, die haben das. Es gibt eine große Firma, die bewegliche Gegenstände herstellt mit 4 Rädern hier in der Nähe. Den Namen darf ich ja nicht nennen, sonst kriege ich Ärger. Die haben sowas, ich gehe mal davon aus, dass die anderen Firmen, die auch so bewegliche Gegenstände herstellen, das auch haben. Insofern gibt es das in verschiedensten Arten und Weisen. Auch Unternehmen in der chemischen Industrie hier ansässig haben das. Soll es hier in der Gegend geben, ja. Genau. Jetzt habe ich mir gerade so überlegt, also
dass ich vielleicht schon so ein leichtes Störempfinden habe, was meinen Alkoholkonsum angeht. Ich aber der Meinung bin, dass ich überhaupt keine körperliche Symptomatik, ne? Also wenn ich eben nicht trinke, entwickelt habe. Und also warum sollte ich denn dann in die Klinik gehen, um eine Entzugsbehandlung zu machen? Das musst du ja auch nicht. Also wenn du keine körperlichen Entzugserscheinungen hast, und also wirklich keine, manche merken. Das ist ja eben, das ist ja jetzt die Frage. Ne? Ja, also wenn du die hast und die nicht bemerkt hast, dann wäre es ein bisschen riskant. Ich will erstmal zum Hausarzt gehen. Ja, der Hausarzt kann Blutdruck messen, Puls messen. Und dann, ich würde deinen Mann zu Hause mal fragen, ob du nachts von mir schwitzt. Und wenn der ja sagt, dann würde ich nicht mehr lange überlegen. Dann hast du körperliche Entzugserscheinungen. Aber wirklich, wenn es keine körperlichen Entzugserscheinungen gibt, muss man das nicht stationär machen. Da ist man beim Hausarzt wirklich und bei der Suchtberatung in guten Händen, wenn du einen Veränderungswunsch hast. Ja. Der muss natürlich da sein. Und wenn noch keiner da ist, dann wäre es natürlich gut, wenn du irgendwelche Freunde, Bekannten hast, die dich darauf hinweisen und die so geschickt sind, dass sie dich irgendwie zur Suchtberatung im Hausarzt oder wo auch immer hinkriegen. Lotsen. Ja, genau. Ja, dann wäre ich jetzt mit meinen Fragen am Ende. Prima. Ich danke dir vielmals, Thorsten. Gerne. Ich danke euch fürs Zugucken und Hören und hoffe, ihr habt vielleicht noch ein paar Fragen. Genau, die würde ich auch versuchen zu beantworten. Tschüss.